Herzlich willkommen zu mittlerweile Episode 4 von H5P, mehr als interaktive Inhalte gestalten. Heute geht es, genau wie in den anderen Themen dieser Reihe, ein bisschen was über die Inhalte hinaus, denn H5P kann man ja in andere Systeme einbetten und das erlaubt es, speziell mit Punkten umzugehen. Ich habe da vorhin mal mit einer Lehrerin kurz diskutiert drüber. Ich habe sie mal gefragt, nutzt du denn sowas überhaupt in der Praxis? Und oder würdest du sowas nutzen? Und ich war ein bisschen, ich habe gedacht, okay, ich mache nachher einen Web-Talk dazu und jetzt sagt mir jemand, naja, so richtig analysieren hätte ich wahrscheinlich gar nicht die Zeit für. Aber es ist vielleicht so ähnlich, also es macht jeder anders und manche machen ja auch Strichlisten, wer Hausaufgaben gemacht hat. Und wer das macht, ist vielleicht auch froh, dass quasi automatisch abgehakt wird, okay, der hat die Aufgabe gemacht. Von daher, gucken wir mal, ob es was für euch ist und haben wir vielleicht noch ein ganz gutes Diskussionsthema zum Ende. Also, was zeige ich heute? Ich zeige heute, wie man in den verschiedenen Plattformen, oder es gibt ja viel zu viel, aber in drei der gängigsten Plattformen, wo H5P draufläuft, halt mit Punkten arbeiten kann. Wird auch nicht so lang, ich zeige das nur ganz kurz, weil ich ja nicht zeigen muss, wie man das installiert, speziell bei Moodle nachher nicht. Wer das Gradebook kennt, weiß auch grundsätzlich, wie das funktioniert. Aber man kann da eben auch mit H5P-Sachen dran arbeiten. Ich zeige es einfach mal, gebe vielleicht noch so zwei, drei Impulse zum drüber nachdenken, was gut ist, was fehlt. Und dann könnt ihr selber schauen, drüber nachdenken, was fehlt und dann entsprechend aktiv werden. Also Schritt Nummer 1, ich muss meinen Bildschirm teilen. Und das machen wir doch einfach mal. Und jetzt vergesse ich diesmal nicht, ich schiebe gleich diese schöne Leiste hier nach unten, die ihr nicht seht. Aber jetzt kann ich besser mit den Tabs hantieren. So, also was ihr hier seht, ist die offizielle Seite auf h5p.org, wo ganz kurz im Prinzip das, was ihr hier oben seht, diese drei Sätze, diese drei Stichpunkte, ist das, was wir heute ein bisschen länger machen. Das ist da, aber ich finde das ein bisschen kurz. Da könnte entweder das Kernteam mal das Ganze überarbeiten und ausführlicher machen oder jemand aus der Community sagt, okay, ich setze ein Wiki auf und schreibe das da vielleicht ein bisschen ausführlicher rein. Ich mache es jetzt halt in diesem Web-Talk. Ich gehe auch diese drei Systeme durch, Drupal, WordPress und Moodle, auch in der Reihenfolge, so vom wahrscheinlich im Lernkontext unwichtigsten doch am wichtigsten, wobei ich bin nicht ganz sicher, wenn WordPress oder Moodle da wichtiger ist. Fangen wir erstmal an. Also hier seht ihr schon, da ist ein kleiner Link, weil man, wenn man ein Drupal-System hat, noch zwei kleine Sachen installieren muss. Die zeige ich ganz kurz, die Links, aber die findet ihr natürlich nachher auch in den Shownotes unter dem Video, so nenne ich es mal. Das erste ist das. Das ist eben, das heißt Views, so heißt dieses Plugin für Drupal. Das installiert man und dann kann man grundsätzlich also nicht nur mit H5P, sondern auch von anderen Sachen so Punkte sammeln und die zu Inhalten anzeigen. Und dieses Ding selber braucht auch nochmal die sogenannte Chaos Tools Suite. Das greift darauf zurück und braucht das auch. Wenn ihr ein Drupal-System habt, die einfach installieren. Wenn ihr H5P schon mal installiert habt, funktioniert genauso. Ihr holt euch das von der Seite von Drupal und installiert das. Also das könnt ihr schon. Dann ist das da drauf. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man mal in ein Drupal-System reingehen. Das hier ist ja meins. Und ich habe hier eben schon so eine H5P-Aufgabe. Und wenn man ein Drupal installiert hat und dieses View-Tools, dieses Views-Plugin nicht installiert hat, dann gibt es diesen Punkt hier Results oder Ergebnisse dann halt nicht. Der ist nicht da, dann sieht man nur Ansehen und Bearbeiten. Und so was ich jetzt einfach hier machen kann, ich könnte sagen, willst du etwas mit Punkten in H5P machen? Ist eine ganz normale Multiple-Choice-Aufgabe, wo ich jetzt aber gesagt habe, kleiner Clues drin, aber das ist jetzt unwichtig. Ich sage mal, nein. Möchte ich nicht, klicke das an und kriege einen von allen Punkten. So, und das könnte natürlich jetzt auch eine vernünftige Aufgabe sein, irgendwo im Lernkontext. Und wenn man Drupal hat, möchte man vielleicht wissen, was ist denn da passiert. Und dann könnte man, hier gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Variante, ich gucke quasi aus der Aufgabensicht drauf. Dann würde ich als Lehrender oder als Person, die das Ganze hier betreibt, mal zu dieser Aufgabe gehen und dann auf die Ergebnisse klicken. Und dann sieht das hier so aus, ist nicht besonders viel. Also ich sehe, wer hat denn was gemacht. Also in dem Fall war hier nur ich drauf, deshalb Drupal 3 heiße ich, da gibt es nur einen Eintrag, aber diese Person hat offensichtlich was gemacht. Da hat sie mit der Aufgabe angefangen, das Ding ist schon ein bisschen länger offen, deshalb steht da jetzt eine andere Startzeit drin und 18.10 Uhr habe ich das offensichtlich abgeschlossen. So, habe einen Punkt bekommen und der maximale Punkt ist auch 1. Und das war's. Also in Drupal gibt es nicht mehr Informationen, aber das ist jetzt genau dieser Punkt. Wenn man jetzt an den Inhalten gar nicht interessiert ist, sondern quasi nur Checkliste führen will, hat denn wer von meinen SchülerInnen hat denn die Aufgabe bearbeitet, dann könnte man das sehen. Es gibt hier noch eine zweite Sicht. Komme ich entweder drauf, wenn ich hier auf Drupal klicke, oder man kann das hier oben über People oder über Benutzer, wie es dann im Deutschen heißt, finden.
Dann sehe ich nämlich erst eine Übersicht der ganzen Leute, die hier drauf sind. Das bin halt dummerweise nur wieder ich. Und da kann ich aber auch so einen Nutzernamen klicken. Und jetzt würde ich hier die Seite sehen, die ich vielleicht selber gestaltet habe. Oder eben auch hier unter Ergebnisse das Gleiche sehen. Und dann natürlich andersrum strukturiert. Jetzt sehe ich nicht das Ganze nach Nutzern sortiert, sondern welche Aufgaben hat denn diese Person, in dem Fall ich, bearbeitet. Und da könnte ich jetzt auch gucken, wie viele Punkte es da gab. Kleiner Nachteil, den es hier auch noch gibt. Es gibt jetzt nur einen Eintrag. Also wenn ich jetzt das Ganze hier, wenn ich hier nochmal reingehe und die Aufgabe nochmal bearbeite und ich klicke mal nichts an, dann bekomme ich ja 0 Punkte. Und wenn ich dann wieder in die Ergebnisse gehe, dann werdet ihr sehen, okay, da steht jetzt 0 und 1 offensichtlich wird immer nur der letzte Versuch gespeichert, also mehr ist da nicht möglich. Das war es im Prinzip auch schon für Drupal. Ganz kleines Ding, wie gesagt, ist jetzt nicht sehr mächtig, muss man sich überlegen, ob man das braucht. Also quasi abhaken von Aufgaben hat die Person das gemacht und okay, Punkte, ohne jetzt zu wissen, wo kommen die her, reicht das vollkommen aus. So, dann das Gleiche in grün gibt es im Prinzip auf WordPress. Ich bin jetzt gesprungen, das ist jetzt ein WordPress-System, nicht erschrecken. Aber ich habe hier genau die gleiche Aufgabe. Und hier seht ihr auch schon, hier oben gibt es diesen Results-Knopf. Das heißt, ich kann jetzt hier wieder irgendeine Antwort anklicken. Die sind alle richtig, da gibt es immer einen Punkt. Also vielleicht, und auch da würde ich dann in die Ergebnisse gehen. Und ihr seht dann, das ist fast genau das Gleiche, also ein bisschen anders sortiert. Als bei Drupal. Und ihr seht auch, die Seite war schon ein bisschen länger auf und ich habe jetzt eine halbe Stunde gebraucht, um das zu bearbeiten. Aber ihr seht eben den Nutzer, hier heiße ich WordPress, ein Punkt, maximale Punktzahl und wann ich angefangen habe und wie lange ich halt gebraucht habe. Das ist das Ganze. Und Punkt. Also was ich, vielleicht muss ich jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen. Ich gehe jetzt nochmal auf diese Übersicht, auf die H5P-Inhalte. Da habe ich meine Inhalte. Ich habe hier zwei. Also ich habe eine zweite Aufgabe, eine Zuordnungsaufgabe mit einer Pizza. Können wir uns auch noch angucken. Und ihr seht, dahinter gibt es auch diesen Results-Knopf. Also da kann ich draufklicken und komme zu den Ergebnissen. Oder ich mache das über den Inhaltstyp, wenn ich ihn eh offen habe und gehe da auf Ergebnisse. So, die Möglichkeiten gibt es. Und wer aufgepasst hat, wird feststellen, okay, das ist jetzt diese eine Variante. Ich habe den Inhaltstyp und sehe dann, welcher Nutzer denn was gemacht hat. Geht das auch andersrum? Also kann ich vielleicht, vielleicht interessiert mich ja eher, von der Nutzersicht, was diese Person alles geschafft hat bei den Punkten, geht erstmal nicht. Kann das WordPress-Plugin nicht. Das ist jetzt auch nicht so tragisch, weil WordPress ja wahrscheinlich eh nicht unbedingt als LMS genutzt wird. Und wenn man das tut, hat man eher so ein Plugin vielleicht noch wie LearnDash. Und wenn man das hat, nachher so ein Gradebook. Und auch da können H5P-Sachen reinfließen. Aber wie auch hier passt das für diesen Abhakenfall. Ich habe jetzt für WordPress, aber weil es zwar nicht zu den Bordmitteln gehört, aber weil es nicht sehr aufwendig ist, noch ein kleines Plugin installiert. Das kennen auch die meisten nicht, weil es nicht offiziell in diesem WordPress-Repository drin ist, wo man sich Plugins installiert. Sage ich auch gleich, warum. Aber ich zeige erstmal, was es kann und dann können wir drauf gucken, oder ich sage kurz, wie man es findet. Also ich gehe nämlich jetzt mal auf die Seite an sich und ihr seht jetzt hier, willst du etwas mit Punkten H5P machen. Das ist jetzt ein ganz normaler WordPress-Beitrag hier oben erstmal. Und in den habe ich diese Aufgabe reingesetzt. Und darunter seht ihr, du hast bei dieser Aufgabe zuletzt 0 Punkte von einem erreicht, also von 1 erreicht. Erstmal nicht so spannend. Ich klicke einfach mal vielleicht hier jetzt auf Nein und ich mache jetzt mal was. Und dann sieht man, okay, das verändert sich. Dieses Plugin hat nämlich die Möglichkeit, dass man die Punkte, die erreicht wird und die Maximalpunktzahlen, auch den Prozentsatz, kann ich beim nächsten nochmal zeigen, wenn wir uns jetzt die Pizza-Aufgabe angucken. Da habe ich es auch ein bisschen anders gemacht. Hier steht schon, es gibt zwei richtige Antworten. Deutsch muss man können. Es gibt zwei richtige Zutaten zum Auswählen. Hätte es natürlich heißen sollen. Und dann mein Punktestand 1, habe ich vorhin schon mal bearbeitet. Und vielleicht mache ich die mal richtig. Auf so einer Pizza erwartet man ja. Also das ist vielleicht ein bisschen klein. Es sind Tomate. Und dann sind hier noch ganz viele Früchte. Und da ist eine Chili. Und wahrscheinlich möchte ich keinen Lutscher auf der Pizza. Und ich weiß, es gibt auch so Bananenpizza-Fans. Tut das nicht. Schokolade habe ich auch schon gesehen, aber ich packe einfach die Chili drauf und das sind halt die zwei, die erwartet werden. Und dann ist das, und ihr seht auch hier, ändert sich das Ganze jetzt schon. Und das Schöne ist, es gibt jetzt ein paar schöne Sachen, was das dieses Plugin extra macht. Also erstens, ihr seht, die Sätze sind ganz unterschiedlich. Man kann einfach nachher in dem Beitrag selber sagen, okay, hier sollen jetzt die Punkte eingetragen werden, hier soll die Maximalpunktzahl eingetragen werden. Und dann war es das. Den Rest kann man sich selber machen. Ich zeige ganz kurz, wie das aussieht, indem ich einfach einmal reingehe in diesen Beitrag.
Ne? Also das kennt ihr vielleicht, das hier ist jetzt ein Kürzel für den H5P-Inhalt, das nennt sich Shortcode und das gleiche macht dieses Plugin auch, also sieht ein bisschen anders aus, heißt dann H5P-Score und dann sagt man ihm Value-Score, weil da die Punktzahl rein soll und noch von welchem Inhaltstyp, von der 12, das ist halt der und das Ganze eben mit Max-Score, wenn man das gemacht hat, dann fügt er halt das immer darunter rein. Kann ganz nützlich sein, also erstens hier drunter ist es vielleicht gar nicht so spannend, weil man oder es kann spannend sein, aber ist vielleicht nicht der klassische Fall, warum soll das da drunter erreicht werden? Die Leute können sich das ja auch selber angucken, das habe ich noch nicht gesagt. Auch als Nutzer kann ich natürlich meine eigenen Punktzahlen sehen in WordPress. Da geht das, was man hier immer noch machen kann, ich habe das mal als Punktübersicht genannt, also man kann muss das ja nicht unbedingt unter einen H5P-Inhaltstyp machen, sondern man könnte das auf einer eigenen Seite, in einem eigenen Beitrag auch reinsetzen. Ich habe es von Punktübersicht genannt und dann sieht das so aus. Achso, ist natürlich alles perfekt. Vielleicht gehen wir nochmal. Ist einfach eine Tabelle, die ich gemacht habe und dann habe ich genau das Gleiche gemacht. Da habe ich hier die Sätze eingetragen und das hier in diesen Feldern, wo die Punkte stehen, wären jetzt diese Shortcodes drin gewesen. So, das kann ich machen, damit ihr das auch mal seht. Ich gehe nochmal zurück. So, und jetzt mache ich mal den mal falsch. Jetzt habe ich hier wieder 0 Punkte und wenn ich jetzt in die Punktübersicht gehe, dann sehe ich da auch 0 Punkte. Und ich sehe natürlich meine Punkte. Ich sehe nicht Punkte von anderen Leuten, sondern was ich da erreicht habe. So, was hier ganz schön ist, ich kann jetzt eine Sache machen. Das ist jetzt auch so ein Zusatz. Das geht normalerweise auch nicht. Wenn ich Punkte sammle in diesen H5P-Inhaltstypen, müssen Leute immer angemeldet sein. Sonst geht das gar nicht. Was ich hier aber machen kann mit diesem Plugin, hier kann ich mich ausloggen und ich kann auf die Seite zurückgehen. Und die Punktübersicht wollte ich haben. Ist aber egal. Die Seite kann ich jetzt so oft neu laden, wie ich will. Auch wenn ich ausgeloggt bin, sehe ich immer noch meine Punkte. Und wenn ich später zurückkomme und weiterkomme auf die Seite, sind die auch noch da. Also das ist der Vorteil hier. Das kann man damit machen. Das ist im Prinzip WordPress. So, jetzt die größte Variante, die es wahrscheinlich gibt, ist letztlich in Moodle. Moodle ist ein Lernmanagementsystem. Da habe ich das auch mal gemacht, da sieht das erstmal so aus, also der gleiche Inhalt, den ihr eben schon gesehen habt. Und da ist das jetzt das letztlich die ultimative Variante vom Punkte sammeln und Punkte auswerten und analysieren. Also auch hier könnte ich sagen, könnte ich die Aufgabe mal beantworten und ich klicke auf Check. So, und was jetzt hier passiert, jetzt landet das in Moodles Gradebook. Das ist eben keine H5P-Funktion, sondern das ist der große Speicher von allen Ergebnissen irgendwie aus allen Aufgaben. Und hier heißt es Grades. Wenn ich da drauf gehe, dann bekomme ich erstmal die Übersicht von allen Teilnehmern, die in diesem Kurs eingeschrieben sind, weil das ja bei Moodle in so einem Kurs eingebettet ist. Und da seht ihr jetzt auch Admin-User, das bin ich. Und offensichtlich habe ich da, also hier sind es 10, weil das die maximale Punktzahl ist, standardmäßig, kann man auch ändern, dann habe ich offensichtlich 10 Punkte erreicht. So, und das könnte ich mir jetzt natürlich angucken, speziell auf Moodle. Also hier ist so eine kleine Lupe, die ist auf kleinen Bildschirmen wahrscheinlich sehr fitzelig. Aber wenn ich da drauf klicke, da bekomme ich hier erstmal die ganzen Infos, die ich sonst auch bekomme, eben wie viele Punkte wurden erreicht und also das erste hier sind eben die internen H5P-Punkte, das zweite ist das, was Moodle daraus gemacht hat. Was man hier tatsächlich dann auch extra sieht, das ist jetzt keine Funktion von Moodle, sondern das ist eine extra Bibliothek von H5P, sind eben auch die ganzen Antworten, die ich gegeben habe. Ich hab ja gesagt, das war meine Antwort. Die drei wären alle korrekt gewesen, also alle, weil ich das so gemacht habe. Und das ist also, man kann eben hier deutlich mehr sehen. Also ich sehe nicht nur die Punkte und wann die Person das gemacht hat, das haben wir eben auf der vorigen Seite gesehen, sondern auch, was die gemacht hat, was natürlich viel wertvoller ist als Information. Und wenn ich nochmal zurückgehe, kann man auch noch andere Sachen sehen. Hier sehe ich, hier oben gibt es einen Punkt, der heißt Great History. Der ist nämlich noch viel spannender, was ich da machen kann, wenn ich da drauf klicke, dann kann ich mir das jetzt nicht, also hier in Moodle kann ich nicht nur den letzten Beitrag sehen, wie in Drupal und in WordPress, sondern wenn ich mir jetzt hier erstmal die Nutzer auswähle, also wir gucken uns doch mal diesen Admin-User an, den ich da benutzt habe, das mache ich zuerst. Ich könnte jetzt hier noch Zeiträume einstellen, also ich könnte jetzt filtern, lasse ich jetzt alles mal weg, ich klicke jetzt nur mal auf Submit, was dann passiert, dann bekomme ich eine Übersicht von allen meinen Versuchen, die ich da bisher gemacht habe. Und ich habe jetzt auch nicht nach Inhalten gefiltert, hier jetzt auch sagen können, bitte nur auf einem Inhalt. Aber das war offensichtlich der letzte, den habe ich ja gerade eben gemacht. Da, 6.18 Uhr.
Und wenn ihr jetzt weiter runter scrollt, gibt es immer sowas von den Kursen, weil er zwischendurch dann auch die Kurspunktzahl neu berechnet. Und ich könnte jetzt aber zurückgehen. Offensichtlich habe ich vorhin mal testweise diese Zuordnungsaufgaben mit der Pizza hier bearbeitet, mit 0 Punkten. Und früher habe ich offensichtlich die Aufgabe auch schon mal bearbeitet, habe da volle Punktzahl gehabt. Das heißt, das geht da noch ein bisschen weiter zurück. Ist jetzt, aber wie gesagt, eine Gradebook-Funktion kommt nicht von H5P, aber manche Leute kennen die ja auch noch nicht. Also das landet alles da drin. Letzte Variante, die wir uns ganz kurz angucken, das ist dann noch auf h5p.com. Da ist das, naja, ich würde sagen, also von der Funktionalität auf keinen Fall so ausgereift wie bei Moodle, aber ich finde es ein bisschen übersichtlicher, weil eben man nicht ganz so viel einstellen kann. Sieht da einfach so aus. Also ist jetzt auch kein Lernmanagementsystem an sich, sondern das hat jetzt nur so einen Basisreport, den man sich generieren kann. Auch hier wieder die ganzen Aufgaben. Da kann ich wieder irgendwas anklicken. Und hier gibt es eben auch keine Sicht aus, kann ich nichts aus Sicht der NutzerInnen schauen, weil diese Sachen eigentlich an andere Systeme weitergegeben werden. Aber wenn ich hier so einen Report brauche, dann gehe ich da rein. Also so ähnlich wie bei WordPress dann, ich klicke auf Reports, so heißt das hier, und sehe die Ergebnisse. Und hier ist das jetzt, das finde ich hier ganz schön, es ist sehr übersichtlich gestaltet. Sehe ich natürlich auch nur mich als Nutzer, da könnten jetzt aber auch noch mehr Nutzer stehen. Das heißt, ich bekomme erstmal so einen großen Überblick. Und ihr seht, was hier ganz schön ist, was leider, ich glaube, auf Moodle auch noch nicht geht, ist das eben, dass ich auch angezeigt bekomme, was war denn die erste Punktzahl, was war denn die zuletzt erreichte Punktzahl, falls man das mehrfach gemacht hat und was war die beste. Grundsätzlich geht das auf Moodle, aber das H5P-Plugin unterstützt das noch nicht. So, das ist jetzt meine erste Übersicht. Und jetzt kann ich immer, wenn mich was interessiert, kann ich weiter reingraben. Also jetzt zum Beispiel schon erster Versuch irgendwie heute Nachmittag, zweiter Versuch, letzter Versuch gerade eben. Gucken wir doch mal, was der Herr Tacke gemacht hat. Und jetzt bin ich quasi so eine Stufe weiter reingezoomt. Jetzt sehe ich, okay, 4 Versuche hat er offensichtlich insgesamt gemacht. Und jetzt könnte ich mir jeden einzelnen hier auch angucken. Nehmen wir mal vielleicht den hier von vorhin. So, und jetzt könnte ich sagen, okay, das war die Startzeit. Das ist der Punkt, die Punkte, die er bekommen hat. Und jetzt seht ihr, sieht genauso aus wie bei Moodle, weil das halt dieselbe Bibliothek im Hintergrund ist. Also ich bekomme auch da die Antwort angezeigt, die gegeben wurde und dass die richtig war. Und welche richtig gewesen wären, war halt da halt nein. Und jetzt könnte ich mir halt die einzelnen Versuche auch angucken und um festzustellen, wie hat sich denn das Ganze entwickelt im Zeitverlauf. Also hat die Person am Anfang irgendwas vielleicht nicht verstanden und später doch verstanden. Das heißt, wir sind jetzt schon so bei dem ersten kleinen Schrittchen in Richtung Learning Analytics. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Heute ging es ja wirklich nur um die Punkte. So, und jetzt können wir das eigentlich auch schon ausmachen. Dann seht ihr mein Gesicht wieder. Also was haben wir gemacht? Wir haben erstmal gesehen, okay, man kann offensichtlich Punkte in H5P sammeln und jedes System macht das so ein bisschen unterschiedlich. Könnte man natürlich ausweiten, wenn man wollte, aber bei einigen ist es im Moment noch sehr eingeschränkt. Und jetzt ist die spannende Frage, was macht ihr damit? Die Frage kann ich aber leider nicht beantworten. Also ich kann euch nur Ideen geben. Also ihr könnt es quasi als Äquivalent benutzen zum Abhaken, ja, hat die Aufgabe gemacht. Oder vielleicht die Punkte geben mir sogar noch ein bisschen mehr Informationen als hat gemacht oder hat es nicht gemacht. Und ich könnte mir überlegen, der Person könnte ich nochmal Hinweise geben. Aber Pferdefuß, das kostet natürlich alles Zeit. Und ohne zusätzliche Werkzeuge, die das irgendwie aggregieren und visualisieren, dass ich gleich sehe, okay, die Aufgabe war sehr schwierig für alle oder diese Person hat besondere Schwierigkeiten gehabt, ist das natürlich ein weites Feld. Aber auch das werden wir uns angucken. Auch das geht prinzipiell mit H5P, aber das ist Stoff für die nächste Episode. Und ich freue mich, wenn ihr da wieder dabei seid. Ciao!